Huhn hört auch nichts. Zwei Leute. Okay, also was werden wir genau lernen? Es gibt insgesamt vier sprachliche Kompetenzen, die hier trainiert werden. Wir werden das Hören, das Hören, also damit ist Verstehen gemeint, das Sprechen, das Lesen, das Schreiben. Das Schreiben aber wirklich, das ist deswegen hier an vierter Stelle, weil das Schreiben nicht aktiv im Unterricht gelernt wird. Das ist nämlich kompliziert und ohne weiteres ja nicht machbar. Wir können das hier nicht machen. Das müsst ihr größtenteils selber machen. Schreibübungen und so weiter sind im Buch da, aber wie gesagt, wir werden sie nicht unbedingt gemeinsam erledigen. Das macht ihr dann einfach zum größten Teil zu Hause oder in den Hausaufgaben. Dritte Person. Gut, was werden wir dafür benutzen, um das Ganze zu trainieren und fördern? Laute und Töne, das betrifft eben einfach die Aussprache. Das hier ist eine der wichtigsten Dinge hier am Anfang für uns. Deswegen lege ich euch jetzt auch schon ans Herz, diesem Teil wirklich viel Zeit und Mühe zu widmen. Das sind die Vokabeln und die Ausdrücke. Vokabeln und Ausdrücke sind das A und O für den Anfang, für die ersten Stufen. Also ihr werdet, und es ist leider so, dass es oft, das ist nicht der erste Kurs, der hier gemacht wird, dass Leute die Vokabeln vernachlässigen. Die Vokabeln werden vernachlässigt und die einzelnen Kapitel hier bauen aufeinander auf. Das heißt, im ersten Kapitel lernen wir um die 10, um die 20 Vokabeln. Dann geht das mit dem nächsten Kapitel weiter, dort lernen wir nochmal 20. Circa 20 neue Hauptvokabeln. Und so geht es halt weiter, das baut aufeinander auf. Und die Leute, die dann mit den Vokabeln hinterherhängen, irgendwann fühlen sie sich überfordert und geben dann das Ganze auf. Deswegen ist es besser, konstant, kontinuierlich die Vokabeln zu lernen. Das sind wirklich nicht viele. 20 Vokabeln in einer Woche ist nicht viel. Besonders weil wir sie oft verwenden werden, üben werden. Man muss das Ganze nur ein bisschen auffrischen. Dann werden wir einige Regeln der Grammatik lernen und der Morphologie. Das andere ist nicht so wichtig. Grammatik und Morphologie. Vielleicht kurz damit ihr wisst, was mit der Morphologie gemeint ist. Damit ist einfach der Wortaufbau gemeint. Wie wird ein Wort aufgebaut? Dazu gehört auch die Konjugation der Verben. Das gehört alles, fällt unter die Morphologie. So, wegen dem Wiederholen nochmal. Damit euch auch wirklich bewusst ist, dass das Wiederholen hier enorm wichtig ist. Das Wiederholen von dem, was wir hier lernen, ist enorm wichtig. Wer sich vorgenommen hat, einfach nur mal den Unterricht anzuhören und dann über die Woche hinweg nichts mehr zu machen, der kann das eigentlich schon, ja, der kann sich sicher sein, dass das nichts wird. Hier haben wir eine kleine Wahrscheinlichkeit des Behaltens. Wir haben ja als Mensch haben wir mehrere Mittel oder Wege, durch die wir Neues lernen. Kanäle des Wissens. Manche nennen das Wissenskanäle, Informationskanäle. Dazu gehört unter anderem das Hören und das Sehen. Die sind für den Input nötig. Aber der Input alleine reicht nicht aus, um sich neue Informationen zu merken. Wie lange wir eine Information speichern, hängt nicht nur von deren Wichtigkeit für uns ab, sondern zunächst davon, wie die Information überhaupt erst ins Gehirn gelangt. Bei der Wahrscheinlichkeit des Behaltens von Informationen unterscheidet man grob Folgendes. Hier könnt ihr das einfach ablesen an den Daten. Wenn du dich nur auf dein Hören verlässt,
Das heißt, du hörst den Unterricht, du hörst diverse neue Vokabeln, neue Regeln und das war's dann. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das für eine diverse Zeit behältst, liegt nur bei 20%. Nur bei 20%. Und man muss auch bedenken, bei Nicht-Wiederholen ist der Wert hier noch geringer. Das Sehen und Hören erhöht das ganz ein wenig. Hören plus Sehen ist dann noch weiter höher. Nacherzählen, Erklären. Da haben wir eine viel größere Chance, das Neugelernte zu behalten. Und dann das Selbstmachen. Selbstmachen bedeutet einfach verschiedene Formen der Anwendung, dass man das Ganze irgendwie integriert in seinen Alltag und das anwendet, schreibt, nachspricht und so weiter. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit hier viel höher ist. Und die Sprache, bei der Sprache ist das sehr wichtig. Ihr kennt das vielleicht aus anderen Sprachen, die ihr gelernt habt in der Schule. Bei der Sprache ist das Anwenden wirklich das A und O. Das Anwenden der Sprache ist sehr wichtig und ohne den praktischen Teil wird das Ganze nicht so erfolgsgekrönt sein. Die nächste Sache ist, ich empfehle euch Folgendes. Ihr braucht unbedingt ein Wörterbuch. Das muss jetzt kein professionelles Wörterbuch sein. Da reichen kleine Reisewörterbücher. Reisewörterbücher, die jetzt zwar nicht sehr umfassend sind, aber so den Bedarf dieses Buches, den Bedarf, den ihr im Moment haben werdet, die Wörterbücher werden das Ganze decken. Und diese Links schicke ich euch nochmal schicke ich euch nochmal in dem Kanal, in dem Telegram-Kanal. Ihr seid alle schon drin im Telegram-Kanal. Ist noch jemand nicht drinne? Wenn jemand noch nicht drin ist, bitte eine 2 schreiben. Und Muhajir, hörst du mich jetzt? Wer war da noch, wer mich nicht gehört hat? Ara. Ara hatte mich nicht gehört. Harun, ist er da? Okay. Ja, ich empfehle euch dann das Wörterbuch von Langenscheid. Pons ist möglich, aber Langenscheid würde ich euch empfehlen. Da gibt es ein kleines Taschenwörterbuch und die haben auch eine App für das Handy. Ihr habt eine E-Mail bekommen, in dem ein Link ist zu einer Telegram-Gruppe für den Kanal, für diesen Kurs hier. Dort werden die Inhalte, Materialien, die Bilder, die Vokabeln, die Vokabellisten und so weiter geteilt. Schau einfach in deiner E-Mail nach. Also dieses Wörterbuch empfehle ich euch. Duden hat ein Arabisch-Wörterbuch, das ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt. Ich kenne nur den von Langenscheid und Pons und ein paar anderen Verlegen. Aber Langenscheid ist zu empfehlen. Ist nicht teuer, kostet um die 10 Euro. Okay. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich kenne nur das Gelbe von Langenscheid. Das ist nämlich auch gelb. Jedenfalls, das ist ein Wörterbuch. Was ich euch noch empfehle, ist ein Bildwörterbuch. Ein Bildwörterbuch ist auch zu empfehlen. Da gibt es auch eins von Pons. Könnt ihr euch später mal anschauen. So. Die nächste Sache ist, was sollt ihr machen? Was wird von euch verlangt? Wir haben hier insgesamt 4 Schritte. Der erste Schritt im Unterricht, am Unterricht teilnehmen. Es ist nämlich so, ihr denkt euch vielleicht, manche Dinge, die ich hier erwähne, sind trivial, aber ich mache das einfach, weil, wie gesagt, ich habe dann Erfahrung so mit den Kursen, dass die Kurse am Anfang immer mit 11 Leuten beginnen oder mit 12, 10 und dann werden die aktiven Teilnehmer immer weniger. Aktiven Teilnehmer, ich meine aktive Teilnehmer, die wirklich am Live-Unterricht teilnehmen.
Und dann machen einige nur noch passiv mit und ihr könnt euch denken, warum, oder? Könnt ihr euch denken, warum? Warum macht jemand am Aktivunterricht nicht mehr mit nach einer Weile? Weil es ihm peinlich ist, dass er nicht mehr mitkommt. Und ich muss sagen, dass es ihm peinlich ist, weil jeder selbst weiß, dass das, was wir hier lernen, keine komplizierte Mathematik ist. Also man muss dafür nicht einen sehr scharfen Geist haben und sehr intelligent sein. Das ist alles einfach nur ein bisschen auswendig lernen und ein bisschen üben. Mehr ist das nicht. Versteht ihr? Und deswegen empfehle ich euch, ein tägliches Pensum zu setzen. Wenn du das nämlich planlos machst, wenn du jetzt beginnst und keinen täglichen Plan hast, dass du dir beispielsweise sagst, ich muss jeden Tag 15 Minuten Vokabeln wiederholen, jeden Tag 10 Minuten nochmal die Texte lesen, laut, jeden Tag 10 Minuten sprechen üben, auch wenn es mit dir selbst ist. Das ist auch sehr sinnvoll. Du musst aber auf jeden Fall ein tägliches Pensum haben. Plan dir das also schon von heute in deinen Wochenplan oder Tagesplan, wenn du sowas führst. Empfehle ich dir eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Mach das, setze das auf deinen Plan, denn ansonsten wird es dazu kommen, dass man immer weiter schiebt. Du wirst dir jeden Tag sagen, morgen. Und dann, wenn der Morgen kommt, wirst du sagen, wieder morgen. Und dann kommt der nächste Unterricht. Und dann kommen nochmal 20 neue Vokabeln dazu. Und du hast die alten noch nicht wiederholt. Damit du dir deinen Erfolg für später tatsächlich auch sichern kannst, solltest du dir derartige Tageseinteilungen, yani Pläne tatsächlich yani irgendwie integrieren in deinen Alltag. Also Schritt 1 am Unterricht teilnehmen. Wenn jemand notgedrungen passiv teilnimmt, dann ist es okay. Natürlich ist es auch keine Pflicht, dass du aktiv teilnimmst, aber ich empfehle es einfach. Zum einen ist der Unterricht so nicht langweilig für die anderen Teilnehmer. Wenn am Ende nämlich nur noch zwei oder drei aktiv teilnehmen, dann wird es etwas langweilig. Und auch für mich ist es dann so ein bisschen, also es fördert Trägheit. Und daher dann Punkt 2, notfalls den Unterricht nachholen. Das ist eine Sache, die möchte ich auch jetzt erklären, weil es kommen noch wochenlang später immer Fragen. Wo finde ich die Live-Unterrichte? Die Live-Unterrichte, dieser Unterricht jetzt hier, zum Beispiel, den wir gerade hier machen, wenn es nicht zu einem technischen Fehler gekommen ist und die Aufnahme funktioniert hat, dann findest du den Unterricht spätestens morgen. Also spätestens nach 24 Stunden findest du ihn wieder im Klassenraum. Also da, genau da, wo du jetzt reingekommen bist in den Unterricht, du meldest, loggst dich wieder ein, gehst zum Klassenraum und dort siehst du alle vergangenen Unterrichte. Und die seht ihr aber nur 2 Wochen oder 3 Wochen lang. Nach 2 oder 3 Wochen werden sie abgeblendet, sie sind da, die Aufnahmen werden nicht gelöscht, aber sie werden ausgeblendet. Und daher solltet ihr schauen, dass ihr beim Nachholen der Unterrichte auch am Ball bleibt. Das ist nur dafür da, damit man sich nicht zu viel Zeit lässt. Punkt 3, mitschreiben. Mitschreiben, das heißt natürlich nicht, dass ihr jedes Wort mitschreiben sollt, sondern alles Relevante, was wirklich relevant ist. Wenn ich eine Regel nenne, wenn ich euch eine Regel erkläre, solltet ihr sie vielleicht in eigenen Worten mitschreiben. Zusätzliche Vokabeln, die ich euch mitteile. Das heißt, die jetzt nicht im Buch vorkommen. Ich werde euch Vokabelnlisten bereitstellen, Kapitel für Kapitel. Für jedes Kapitel bekommt ihr eine Vokabelliste. Da ihr, seht ihr das jetzt? Wie ist dein Name? Ach, ich kann das nicht entziffern. Abu Omar. طيب. Okay.
Okay. Also mitschreiben, vierte Sache, dass nein, das wird nicht hinderlich. Ihr werdet mit der Zeit schneller werden, das ist ganz normal. Mit der Zeit wird man schneller werden, wenn man das regelmäßig übt und praktiziert. Die vierte Sache, ganz wichtig, alle Ablenkungen abschalten. Also während des Unterrichts bitte nicht. Ich sehe euch zwar nicht, aber manchmal fühle ich das. Fühlen nicht im Sinne einer, nicht im Sinne, ja, nee. Wie sagt man? Also wenn ich merke, dass jemand nicht so ganz anwesend ist oder wenn ich eine Frage fünfmal wiederholen muss, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass jemand nicht ganz dabei ist. Also lasst bitte das Handy, das sind 45 Minuten, lasst das bitte beiseite und auch nicht nebenbei noch einen Tab aufmachen mit Facebook oder sonst was. Konzentriert euch einfach 45 Minuten auf den Unterricht und danach könnt ihr natürlich wieder zu Facebook und so zurückkehren. Das ist der erste Teil hier für den Unterricht. Zweitens, nach dem Unterricht. Die Texte bitte noch einmal lesen. Wir werden einige Texte haben. Zum größten Teil Dialoge. Also das Buch Nummer 1 besteht zum größten Teil aus Dialogen. Einfach aus dem Zweck, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dann kannst du dich nämlich in diese Lage versetzen. Du versetzt dich in diese Lage und das alles wirkt dann ein wenig realistischer, reeller. Ich empfehle PC, PC ist besser. Da kann man auch interaktiv mitarbeiten. Also wenn bei Aufgaben, wenn ihr an der Tafel was machen müsst, mit dem Handy ist das alles nicht so zu bewerkstelligen. Texte selber lesen nochmal. Mindestens 2 bis 3 Mal sollte man die Texte lesen. Das sind keine schweren, keine großen Texte. Man kann sich das auch über die Woche verteilen. Zweitens, das habe ich schon mal gesagt, die Vokabeln lernen. Ich wiederhole das bitte nochmal. Vokabeln sind sehr wichtig. Führt ein eigenes Vokabelheft. Führt ein eigenes Vokabelheft. Benutzt nicht einfach nur die Vokabellisten, die ich euch schicke, die sollen euch nur helfen. Die Vokabellisten sollen euch nur helfen. Ihr sollt euch nicht komplett auf sie verlassen. Also übertragt die Vokabeln in ein Vokabelheft und lernt daraus. Drittens, Hausaufgaben erledigen. Falls es Hausaufgaben mal geben sollte, die Hausaufgaben bitte bis zum nächsten Unterricht erledigen und einfach entweder per E-Mail oder über Telegram schicken. So, und der Schritt Nummer 3 vor dem Unterricht. Die letzten Vokabeln nochmal wiederholen. Einfach einmal anschauen. Und die Hausaufgaben einsenden. Schritt 4. Wiederholen und wiederholen. Und so oft es geht, wiederholen. Merci. Den Unterrichtsbeginn auf 7 Uhr. Das müsste man, wir müssten das abstimmen. Wenn alle anderen einverstanden sind, ist das möglich. Also ansonsten ist das schwer machbar. Soweit alles in Ordnung. Gibt es irgendwelche Einwände? Es hart, was hast du für einen Einwand? Eins heißt ja, zwei nein. Ach so, alles in Ordnung. Was ich euch auch empfehle, führt am besten auch so ein kleines Heft für Regeln. Also ich kenne das, einige Schüler machen das so und ich finde das sehr gut, einfach ein bisschen Ordnung zu halten. Führt ein separates Heft für Regeln, in der ihr diverse sprachliche, grammatikalische oder morphologische Regeln notieren könnt. So ist es dann auch leichter in seinen Unterlagen schneller zu den Informationen zu gelangen, nach denen man sucht oder die man wiederholen möchte. So, jetzt kurz nochmal, wie ist das Buch gegliedert? Das Buch 1 besteht aus zwei Teilen, Teil A und Teil B.
Buch 1 hat zwei Teile, Teil A und B. Das ganze Buch besteht aus 16 Kapiteln und jedes Kapitel ist wie folgt gegliedert, wie ihr sehen könnt. Dialog 1, Vokabeln und Übungen. Dialog 2, dann ebenfalls Vokabeln und Übungen. Dann gibt es noch einen dritten Dialog, wieder mit Vokabeln und Übungen. An vierter Stelle kommen dann Übungen zu den Vokabeln plus zusätzliche Vokabeln. Mit Zusatzvokabeln sind Vokabeln gemeint, die nicht in den Haupttexten vorkamen, die aber später vorkommen können. Dann Nummer 5, Satzkonstellationen und Übungen. Also jetzt werden die ganzen Konstellationen nochmal geübt. Dann kommt man an sechster Stelle Hörübungen. Das heißt, ihr müsst zuhören und verstehen, versuchen zu verstehen und die Übungen zu lösen. Dann kommen Übungen zum Sprechen. Habt ihr alle ein Headset? Also ich zwinge auch hier niemanden zur Teilnahme, dass er mündlich teilnimmt, aber es wäre, ja nee, es wäre empfehlenswert. Gut. Und verwendet bitte Headsets. Also nicht nur Mikrofon und Lautsprecher, weil dann hören wir einen Schall, dann werden die anderen einen Schall hören, man wird sich selbst hören und das ist störend. Also am besten Kopfhörer benutzen mit einem Mikrofon. Merci ist gut, ist okay. Ich meine nur nicht Lautsprecher benutzen, wenn es geht. Lautsprecher, weil dann wird das Mikrofon diese Töne auch wieder aufnehmen und dann hört man einen Schall. Dann kommen Übungen zum Lesen und Übungen zum Schreiben. Das zum Aufbau des Buches. Die werden aber auf dem Computer dann entweder als Mikrofon oder als Kopfhörer funktionieren. Nicht aber als beides, wenn du den PC benutzt. Jaid. Soweit dann alles klar, dann wären wir fertig mit der Einleitung. Hat jemand Fragen bis hierhin? Umu Hajar, hörst du jetzt wieder? Ich nehme an, sie hört nicht, oder? Okay, doch. Du kannst dir später die Aufnahme anschauen für den verpassten Teil. Sollen wir nebenbei auch Vokabeln aus dem Duden lernen? Empfehle ich am Anfang nicht, außer man ist sehr emsig und eifrig, dann kann man das natürlich machen. Aber ich finde, man sollte am Anfangsrausch am Anfang ist man sehr enthusiastisch und man möchte sehr viel gleichzeitig machen und dann kann es dazu führen, dass man sich selbst überfordert. Daher am besten die Sache ein bisschen langsam angehen. Ein bisschen langsam angehen, aber konstant dranbleiben. Nein, es muss niemand sprechen. Wer sich an den mündlichen Aufgaben beteiligen will, der kann. Wer grundsätzlich nicht an den mündlichen Aufgaben beteiligt sein will, der soll mir das sagen, damit ich ihn nicht aufnehme. Okay, soweit dann alles in Ordnung. Dann wären wir fertig mit der Einführung. Diese Folie schicke ich euch nochmal, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Wir kommen dann zum ersten Teil. Wir werden heute jetzt nicht mehr viel machen, aber vielleicht können wir uns mal das Buch anschauen. Das Buch habe ich euch übrigens in den Kanal geschickt, also dort könnt ihr euch das runterladen. So, ist das.
Okay. Ich weiß, es ist alles arabisch, aber wir werden damit arbeiten. So. Wir haben das erste Kapitel hier. Was werden wir im Kapitel 1 lernen? Nein, die braucht ihr nicht. Die ist nicht für euch. Was werden wir im Kapitel 1 lernen? Kapitel 1 beinhaltet die Begrüßung. Wie begrüßt man sich? Wie stellt man sich vor? Selbstvorstellung. Frage nach Herkunft und Name. Gehört ja auch zur Vorstellung. Das Formulieren von Fragen. Also wie mache ich aus einer Aussage? Wie bilde ich eine Aussage um in eine Frage? Zum Beispiel, ich bin Türke. Oder ne, Afwan. Du bist Türke. Du bist Türke. Die Frage jetzt, bist du Türke? Wie machen wir das? Das lernen wir dort. Und einige Demonstrativpronomen, beziehungsweise zwei Demonstrativpronomen, Hada und Hadi. Also, ja, diese Wörter sollen euch nicht abschrecken. In der Praktik werdet ihr sehen, was das bedeutet. So, wir haben dann hier das erste Kapitel. Am Anfang werden wir nicht viel Arabisch und miteinander reden. Miteinander werden wir am Anfang nicht viel Arabisch reden. Ich werde euch alles auf Deutsch erklären. Also keine Angst. Aber wir werden so langsam versuchen, langsam und stetig, immer mehr Arabisch in den Unterricht integrieren. Also ich werde das, was ich austauschen kann an Begriffen und Sätzen und Ausdrücken, austauschen, also in die arabische Sprache. Das werde ich dann auch tatsächlich machen, damit ihr euch auch ans Hören gewöhnt und damit das Arabische immer mehr integriert wird. Also Schüler aus anderen Kursen, die jetzt zum Beispiel die Hälfte des Buches haben. Ah, ich habe euch ja gesagt, Buch 1 besteht aus Teil A und B. Mit denen rede ich teilweise durchgehend nur noch, also die ganze Unterrichtsanweisung, nur noch auf Arabisch. Nach circa 6, 7 Kapiteln. Dieses Buch Teil A hat 7 Kapitel, glaube ich, 7 oder 8. Weiß gerade nicht ganz genau. Aber am Anfang werden wir viel Deutsch reden. Da geht kein Weg dran vorbei. Fangen wir mal an mit der Überschrift hier. Ihr seht ja, es geht hier um das Kennenlernen. Hier sind ein paar Begriffe, die kommen immer wieder vor. Ich werde euch darauf aufmerksam machen, also diese Begriffe wirklich dann auswendig lernen. Dieses Wort hier, Al-Wahda. Al-Wahda wird immer wieder auftauchen. Al-Wahda bedeutet einfach Kapitel, Einheit. Al-Wahdatu, Kapitel, Einheit. Vielleicht kennt ihr das aus dem Wort Al-Wahid. Kennt ihr das Wort Al-Wahid? Hat jemand von euch das Wort Al-Wahid schon mal gehört? Al-Wahid ist der Name, einer der Namen Allah Ta'alas, der eine, der einzige. Und daher kommt auch die Zahl 1, Wahid. Wahid. Und ihr seht hier, das hat eine Ähnlichkeit. Wahid, Wahda. Einheit. Einheit. Übrigens, mich interessiert jetzt hier auch gerade, damit ich weiß, wie ich mit euch verkehren muss. Wer von euch hat denn gar nichts, also wirklich nichts, null in der arabischen Sprache bis jetzt gelernt? Null Erfahrung. Eins, Abu Musa. Drei. Vier, fünf. Okay, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Das reicht auch schon zu wissen. Also wir haben das Wort Al-Wahda, das ist die Einheit. Dann das nächste Wort hier, At-Tahiyya. At-Tahiyya. Afwan, noch eine weitere Frage. Den Koran lesen, wer von euch, oder wir machen das mal wie folgt, wartet mal ganz kurz. Einen ganz kurzen Moment.
Ja, nein. So, hier ist eine Umfrage. Könnt ihr mal bitte beantworten? Bitte alles schnell beantworten. Ja, nein. Müsstet ihr jetzt eigentlich hier auf der Tafel oder so sehen? Benutzt ihr Handys? Abu Omar, benutzt du Handy? Muhajir? Okay, kann sein, dass man das auf dem Handy nicht sieht. Gut. Khalas, die Mehrheit von euch kann Koran lesen. Ich frage wegen diesen Artikeln hier. Da jedenfalls, wir haben dann das Wort At-Tahiyya. At-Tahiyya. At-Tahiyya ist der Gruß. At-Tahiyya ist der Gruß, der Gruß. Dieses L hier ist der Artikel in der arabischen Sprache. L plus Tahiyya, also so eigentlich, ohne Artikel lautet das Wort so. Tahiyya. So, Tahiyya. Tahiyya. At-Tahiyya, also dieses Alif Lam, Alif Lam ist der Artikel in der arabischen Sprache. Es gibt keinen anderen Artikel. Es gibt immer nur das Alif Lam. Also wenn du ein Wort bestimmen willst, fügst du das Alif Lam hinzu. L, willst du es unbestimmt haben, nimmst du es einfach wieder weg. Also dann hätten wir hier At-Tahiyya. Das ist die Begrüßung. Und dann Wa, das ist ein Wort für sich. Hier dann, das ist das ganze Wort. At-Ta'aruf. At-Ta'aruf, das Kennenlernen. At-Tahiyya wa At-Ta'aruf, das Kennenlernen. Auch hier das gleiche. Das L ist nur der Artikel. Der Artikel oder die Artikel? Sagt man der oder die? Der Artikel. Jayid. Okay. Ta'aruf. Artikulation ist doch was anderes, oder nicht? In diesem Buch sind keine Sukun. Doch, ja, also es ist nicht zu 100% vokalisiert. Also mit diesen Vokalen, Fatha, Kasra, Dhamma, Sukun, versehen, aber zum größten Teil. Wie ihr sehen werdet. Das ist auch nicht so notwendig, wenn ihr das Wort einmal gelernt habt, braucht ihr die Vokalisierung auch nicht mehr, weil dann weißt du ja, wie es zu lauten hat. Und ja, kann man oft davon ausgehen. Oft kann man davon ausgehen. Na, na, ihr werdet da in der Lage dazu sein, zumindest bei den Wörtern, die ihr gelernt habt. Gut, also das sind die drei neuen Begriffe hier. Al-Wahda, die Überschrift, das kommt immer wieder vor. Al-Wahdatul Ula heißt einfach erste Kapitel. Al-Ula, erste Kapitel. At-Tahiyya, die Begrüßung. At-Ta'aruf, das Kennenlernen. At-Tahiyyatu wa At-Ta'aruf, die Begrüßung und das Kennenlernen. Mashi? Gut. Ihr seht hier, wir haben hier zwei Dialoge. Einmal mit zwei Männern und einmal mit zwei Frauen. Die Ursache ist wohl selbsterklärend. Es ist zweimal der gleiche Dialog. Zweimal das gleiche Gespräch. Inhaltlich kein einziger Unterschied. Warum wird es aber hier zweimal angeführt? Ganz klar, ist ja offensichtlich, wenn zwei Frauen miteinander sprechen, gibt es diverse Anpassungen. Oder umgekehrt, wenn Männer miteinander sprechen, muss man diverse Wörter dem Geschlecht nach anpassen. Das werdet ihr hier sehen. Aber ich sehe gerade keinen Sinn, das jetzt zu beginnen. In diesen letzten Minuten. Dann beginnen wir am besten im nächsten Unterricht mit dem Inhalt hier. Hat jemand irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder sonst was? Hier?
Hat jemand irgendwas? Wenn jemand irgendeine Frage oder eine Anmerkung hat, bitte jetzt aufschreiben. At-Ta'aruf heißt das Kennenlernen. At-Ta'aruf, Kennenlernen. Die Hausaufgaben werden Sie noch sehen, wenn Sie kommen, was Sie da machen müsst. Das habe ich am Anfang erklärt, warum das Medina-Buch nicht behandelt wird. Ich sagte, das Medina-Buch ist veraltet, nicht realitätsnah, also nicht nicht an der Praxis orientiert. Das Buch ist viel reeller und es ist einfach moderner. Es ist moderner vom Aufbau, von der Gestaltung und Design. Ja. Da eben. Welche Unterrichte genau? Und wenn es im anderen Bereich ist, ist es natürlich nicht verwirrend. Aber wir bieten eigentlich neben diesem Kurs Grammatikkurse an. Also in der arabischen Sprache Grammatik. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu früh im Moment. A1 und A2 zusammen. Nachdem wir A1 fertig haben, machen wir mit A2 weiter. Aber synchron kann man das nicht machen. Und diese Einteilung ist halt einfach nur wegen der Zeitspanne. Für manche ist nämlich, wenn man von einem Jahr redet, das kommt ihnen ein bisschen zu lang vor. Das ist eine Reihe, na. A1 ist die erste Hälfte vom Buch 1. A2 ist die zweite Hälfte vom Buch 1, also die letzten 7 Kapitel. Ja, das Buch ist allgemein. Das Buch Erfolgsgedächtnis ist allgemein, so kann man auch für Vokabeln benutzen. Nicht unbedingt, müsste es nicht vor dem Unterricht machen, aber spätestens nach dem Unterricht und vor dem nächsten Unterricht. Vokabellisten schicke ich euch. Die schicke ich euch in den Kanal. Heute habe ich übrigens den ersten Unterricht auch so aufgenommen, also manuell. Ich schicke euch das gleich in den Kanal. Für die, die jetzt Probleme hatten am Anfang. Im Moment habe ich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, für heute wurde genug gesagt. Den Unterricht, den wir gerade eben gemacht haben, den schicke ich euch gleich. Ausnahmsweise. Afikum. Tayyib Khalas, wir machen dann hier Schluss. Falls noch jemand weitere Fragen hat, einfach über Telegram oder WhatsApp. Das Pensum steigern ist nur schwer möglich. Dazu müssten alle zustimmen. Und bei 12 Leuten ist das schwer. Ist möglich, na, 15 bis 20 Minuten Vokabeln kann man lernen, ja. Aber jeder ist da unterschiedlich. Manche Leute sind schneller im Lernen und das Gedächtnis ist wie ein Muskel, der am Anfang sehr träge ist und nicht viel leisten kann. Mit der Zeit wird das Gedächtnis auch stärker und man lernt schneller, man prägt sich Dinge schneller ein. Also es ist eine Sache des Trainings. Kann sein, dass manche am Anfang länger als 15 Minuten brauchen, um 10 Wörter zu lernen.
Meinst du einfach nur die Aufnahme? Ich glaube, das ist nicht sinnvoll, sich die Aufnahme mehrmals anzuschauen, sondern einfach die Texte, mit den Texten arbeiten, Vokabeln lernen, Regeln auswendig lernen. Das ist ausreichend. Das kann man einmal machen, ja, wer die Zeit dazu hat, ist möglich. Vielleicht auch sinnvoll. Aber alles abschreiben ist nicht sinnvoll. Tayyip, wir machen dann jetzt hier Schluss. Und wir hören uns inshallah im nächsten Unterricht. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaikum.